Guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu unserer ersten ARMA-Aufnahme. Wir spielen heute, wie heißt das nochmal? King of the Hill. Ja, hier mit dem Leo und dem Tobi. Hallo! Einer von vielen Tobis. Genau. Und ich würde sagen, wir starten mal gleich. Gehen wir in den Hubischrauber. Geh zu der Chopper! Der nicht mehr da ist. Wollen wir nicht doch lieber den Sam wegnehmen? Das ist eine gute Idee, einen nicht vorhandenen Hubschrauber zu nehmen. Lass den Sam wegnehmen. Auf geht's. Ich hüpf hinten rein. Fährst du? Ja. Leo fährt. Okay. Ich hüpf hinten rein. Ja, wir müssten aber eigentlich noch mal Leute mit. Kommen die? Komm Leo, hub dir mal einen ab, da kommen sie bestimmt. Ach, der will doch mitfahren, der will mitfahren. Hilfe! Ja, komm, das reicht jetzt. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Heute mal nicht sozial, einfach mal die Leute stehen lassen. Greetings, my friend! De Français? No, gracias. Ja, krass, dass du auch auf Französisch bist. Voulez-vous français? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Bonjour, Macron. Oh bah putain, on a la mafia dans la voiture. Ach, du hast mit Auto gesagt, das habe ich verstanden. Also ich hab nur Buffen hier verstanden. Ja, er hat irgendwas erzählt, dass die Mafia irgendwie im Auto ist und Vito Corleone. Hast du genau. Bescheid? Achso, ja. Ey, das ist der erste, ne? Also ich sehe jetzt schon die Kommentare zu. Ja. Ich muss nur gesagt haben. Eure Meinung ist hier frei willkommen. Legt los. Gut. Okay. Wo fahren wir eigentlich gerade hin, Leo? Ja, ich. Wo fährst du denn hin, der Mafia? Ich fahr zum Ziel, hallo? Wie wär's, wenn du mal die Straße nehmen würdest? Raus. Guter Aufnahme anfangen. Wow. Erstmal mitten in der Pampa vom Jet überrascht worden. Hallo. Oh. Ist kaputt. Ja. Vor allem Leo, wo rennst du hin? Was? Ey, aber der Typ gerade ist der Erste, der mich wirklich auf die Mafia angesprochen hat, ne? Wegen dem Namen. Und der eigentlich ist halt wie den Paten ausgewählt. Nee, ich spawn neu. Ich kann doch vom Spawn aus jetzt viel besser zum Klappen. Ja, okay. Was eben ein Teil eben für den Ganzen ist. Wir hätten jetzt das wieder überleben können, dann wären wir zusammen. Ja, komm, ist egal. Nein, ich bin auch noch hier. Ich hole euch ab. Ich hab doch. Ja, ist eine gute Idee. Ja, definitiv. Hoffentlich holt mich dann der Warthog nicht. Wenn definitiv drauf gehen will. Oh, da oben war irgendwas. Ja, der trifft uns doch nicht, oder? Yeah, gotta keep shooting down. Da heißt einer Desert Eagle. Wow, ist das ein Styler. Da spricht, glaube ich, sogar Deutsch. Guck mal, da oben ist eine Heli. Meinst du, nimmt uns mit? Ich glaube nicht. Nee, der steht mit dumm in der Luft rum. Oh. Und der ist gerade weggeleckt. Er steht nur dumm in der Luft rum und leckt. Ja. Ich wäre auch nicht gelandet an seiner Stelle. Also, kann es ja nicht. Viel zu umständlich, sorry. Versprecher for the win. Mal, Luca, läuft das bei dir gerade auch so toll langsam oder ist das nur bei mir? We all landed in an dem. Wirklich in Zeitlupe, oder? Ja, also eben. Das. Nein! Das ist durch das neue Update. Die haben ganz neue Ausdauer-Updates reingebracht. Das bringt prima Videos. Prima. Das sieht total langweilig aus. Sieht total abgefahren aus. Sieht aus wie in Zeitlupe gelaufen.
Du brauchst gar keine Slow-Mos mehr einmal, du hast ja schon automatisch drin. Mann, Alter. Der Slow-Mo-Filter, der kann gleich. Oh, ich kann nicht mal rennen, ey. Das ist. Oh, Alter, ich kratze ja gleich ab. Ich komme nicht über so einen komischen Graben drüber, ey. Was ist das denn? Was denn? Langsam. Ja, na, das ist dadurch, dass durch den neuen, du musst kurz stehen bleiben, dich ausruhen, dann füllt sich deine Ausdauer ziemlich schnell wieder auf, dann kannst du weiter sprinten. Aber bin jetzt eh mit dem Auto bei euch, also. Ja, das ist gut. Hört auf zu rennen. Aber wirklich schnell ist man trotzdem. Oh. Naja, es ist halt Armer. In der Militärsimulation. Kann ich übrigens noch heilen, Luca, ne? Echt? Immer noch? Ich glaube, wenn du nicht machst, musst du lieber nicht. Tobi, ich wollte gerade sagen, erzählt, also einer der vielen Tobis hat mir mal erzählt, dass wenn man einmal geheilt wurde und man dann wieder dieses Heilungssymbol bekommt, dass es in der Regel nichts bringt. Ja, das ist wirklich so. Vor allem, du musst die erste Verletzung zufügen, dann geht's wieder. Also dann kannst du dich. Ich füge dir erstmal noch eine neue Verletzung hinzu. Ja, ich könnte mal einfach meinen großen Onkel schießen. Der ist gerade incoming. Vom Clan-Leader noch mit hinten auf der Ladefläche. Ich bin kein Clan-Leader. Ist ja gut. Lukas, viel zu bescheiden, das müsst ihr wissen. Alter, wenn er das nächste Mal kommt, dann, ne? Dann werde ich meine 30 kleinen Freunde so dann kennenlernen. Wir sind 10 Meter weiter gegangen. Boah, ohne Witz, ne? Das wird immer besser. Also ist das ätzend, Alter. Aha. Ah, da kommt wieder, da oben, da oben ist er. Nicht aufschießen, das bringt doch nichts. Ach, das kann man mal mitnehmen. Was denn mitnehmen? Ah, irgendwie ein da oben ist ein. Wow, da fällt einer ins Wein. Ja, der hätte uns mal mitnehmen können, hey. Also, du willst jetzt ernsthaft wegen dem Ding in Rocket Launcher halten? Da ist das. Der ist gar nicht so schlecht. Nee. Ich meine, der trifft natürlich nicht an die einzelne Person, weil er halt. Ja, das ist ein Mordhaut. Das ist ein Mordhaut, der hat. Das klingt so. Nicht schlecht. Aber das klingt auch, wenn er noch schon einen Kilometer weiter weg ist, klingt das immer noch so, als wäre der Rasenmäher 100 Meter von mir entfernt. Ja, na klar. Das ist ein Mordhaut, das klingt so. Der hat zwei Turbinen und ich weiß nicht, ich glaube, der ist immer. Aber jetzt wird er auch ein Bayern Steed, das klingt eher wie ein. Keine Ahnung. Luca ist fasziniert vom Rasenmäher. Jetzt klingt nicht wie uns reingezogen und es kann nicht leben, war. Also ich bin hinüber. Ja, warte ganz kurz. Ja. Ich bin jetzt getroffen. Okay, ich warte mal auf euch. Ja. Kannst Hallo, du meine lieben Freunde. Wir spielen heute King of the Hill. Das ist eine Mod für Arma 3, beziehungsweise ein Spielmodus in Arma 3. Oder steigen wir gleich in den Helikopter. Dann geht's nämlich gleich los mit Vollgas, weißt du? Wahrscheinlich. Ja. Und da sagt der Tobi gleich im Hintergrund. Die volle Ladung hier am Start. Und jetzt wird erstmal langweilig, weil der Helikopter wird jetzt erstmal hier eine Weile stehen bleiben. Ah ne, ich hab gelogen. Er fliegt weiter. So, ja. Und wir spielen heute zusammen mit dem guten Leo und dem guten Tobi. Einer von vielen Tobis. Genau. Genau. Da meldet sich auch schon der Zweite. Ja. Wir nehmen ihn langsam überhand. Ja. Und die reißen die Weltherrschaft an. Eine Frage der Zeit. Ja, und Was ist sogar im Cockpit? Kann ich mir die Steuerung enemy activity. Nein, kann nicht. Jet is still alive. Der Typ nimmt das übel ernst, ey, das war cool. Ach verdammt, ich kann grad nichts. Geht das mit dem Mikrofon gerade nicht? Alter, muss aber ein bisschen pushen, der Junge. Hört ihr mich jetzt? Ja. Ladies and gentlemen, welcome to our current flight to Kavala. Pegasus, I don't know. Have a pleasant flight and
Try to not puke. Be careful while landing. Follow the red line. Du machst den Piloten Angst, der dreht schon rum. Please don't turn around. We would like to land. Thank you. I'm the big closer. What? Der meinte, du redest Bullshit. This is my airplane effect filter. Versteht man mich überhaupt? Ich weiß ich nicht. Ja, du hörst es doch da in dem Spiel, oder? Ich weiß, weil, ja, aber TS und Ingame ist da so ein bisschen... Ach, du hast mich gemutet im Spiel, oder? Ja. Achso. Hier, Leute, wollen wir jetzt mal ein bisschen vielleicht Arma spielen? Ja, nein. Okay, dann halt nicht. A bit closer. Er hat schon recht. So, wo als erstes hin? Turmstürm, oder? Können wir machen, ja. Lass mal reinschauen. Sehr geil. Ja, das wird toll. Aber ich habe die Ladungen, die da angebracht wurden, die sind von uns. Ja, das bedeutet, wenn man die sieht, sind die von uns. Wenn man die sieht, sind die eben. Das heißt, dann macht das vielleicht doch keinen Sinn. Aber da, man sieht doch oben kein Zeichen auf dem Tower. Ihr also müsst doch den Party-Modus anmachen. Party-Modus an. Gut. Ah, okay. Automatik-Feuermodus. Okay, hab ich von Tobi geklaut. Tobi 3. Okay. Der Party-Modus ist an. Ja, was ist eigentlich? Ich weiß auch, von wem er es hat. Keine Ahnung. Ich bin tot. Sehr gut. Cool. Ich beleb dich. Beleb dich wieder. Ja, du bist bei mir gerade durch die Treppe gelaufen. So. Ich steh gerade auf. Wir werden hart beschossen. Aber hey, das ist egal. Ich bin unsterblich. Ich habe nämlich einen. Ah. Ja, habt ihr gesehen? Wie du durch die Treppe hängst.